du da gerade gesagt hast, dass du nicht willst, dass wir vor der Hochzeit miteinander schlafen, das war ein Scherz, nicht? Nein, das war mein absoluter Ernst. Ist das ein Anfall von Puritanismus? Nein, ich dachte daran, wie viel dir die Hochzeit bedeutet. Und mir ist eingefallen, dass für unsere Eltern die Hochzeitsnacht noch etwas ganz Besonderes war. Es war dieser Hauch von Spannung, den wir heutzutage nicht mehr kennen. Das ist eine süße Idee, Schatz. Nur wir beide haben schon ein Baby. Das weiß ich auch, aber ich bin der Ansicht, wenn wir uns bis zur Hochzeit etwas zurückhalten, können wir diese gewisse Spannung wieder aufbauen und uns dann vorstellen, es wäre das erste Mal. Klingt aber irgendwie lächerlich. Du wolltest doch eine traditionelle Hochzeit. Und dazu gehört auch, dass man die Traditionen achtet. Ich werde der perfekte Gentleman sein bis zur Hochzeit und dann entführe ich dich in unsere Hochzeitssuite. Und das wird dir bestimmt gefallen. Wir müssen jetzt los. Sonst verpassen wir noch unsere Verabredung mit Pater Michael. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch niemals trennen. Hallo, Michael. Eure Exzellenz. Diese Hochzeit scheint eine schwere Aufgabe für Sie zu sein. Ich bemühe mich, sie als Herausforderung zu sehen. Nun, das ist eine äußerst lobenswerte Einstellung. Aber ich sehe keinen Grund, warum Sie sich quälen sollten. Ein anderer Priester könnte für Sie einspringen. Ja, sicher, aber wenn Sie gestatten, würde ich es sehr gerne machen. Ich glaube, es ist wichtig für mich, die Trauung selbst vorzunehmen. Denn es gibt eine Vielzahl von Gründen, die mich annehmen lassen, dass ich danach meine Zweifel überwunden habe. Gut, ich werde es Ihnen überlassen. Ich hoffe nur, dass Sie Ihre Entscheidung nicht bereuen müssen. Das war der Haftrichter. Und was hat er gesagt? Er macht die Entlassungspapiere fertig. Oh, fantastisch! Ich habe ihm von dem Anruf erzählt und ihm gesagt, dass wir ihn auf Band haben. Das hat ihn überzeugt. Kane war schon im Krankenhaus. Er kann es unmöglich gewesen sein. Oh, ich bin so froh darüber. Das sind wir wohl beide. Ich darf gar nicht daran denken, dass er fast gestorben wäre. Hauptsache, er wird wieder gesund. Und sobald er entlassen wird, werden wir ihn heimbringen. Ich glaube, das sollten wir ihm sofort sagen. Ja, du hast recht. Komm, ja. Wir nehmen meinen Wagen. Wo bin ich? Sie sind im Krankenhaus. Was soll das? Wir wollten sicher gehen, dass Sie, wenn Sie aufwachen, nicht gleich wieder auf dumme Gedanken kommen. Oh Gott. Wir brauchen Sie lebend und gesund, Gabe. Denn was nützt uns die schönste Mordanklage ohne den Hauptverdächtigen? Wieso lassen Sie mich nicht in Ruhe? Signore, ich bin's nur. Sie haben mich erschreckt, Bunny. Sie sind ja völlig aufgelöst. Ja, ich bin völlig aufgelöst. Das ist doch für ein Schwachsinn. Nein. Das ist irgend so ein alter Gangsterfilm. Wissen Sie, so einer von diesen Filmen aus den 40ern. Sehen Sie sich diesen Idioten an. Das ist doch Müll. Kein Mensch benimmt sich so. Und dieser Kerl da, der hält ja die Waffe ganz falsch. Sehen Sie mal. Sie sollten den Schwachsinn abschalten, das macht Sie noch nervöser. Nur Sie machen mich nervös, wenn Sie hier klammheimlich rumschleichen und mich zu Tode erschrecken. Haben Sie etwa geweint?
Es ist ein schrecklich trauriger Film. Was ist an einem Haufen von Schwachköpfen mit Gewehren so traurig? Keine Ahnung, ich bin heute sentimental, weiter nichts. Denken Sie schon wieder an Kiesbelissima? Halten Sie sich gefälligst da raus, das geht Sie überhaupt nichts an. Hat er angerufen? Haben Sie etwas von ihm gehört? Ich will jetzt nicht darüber reden, das ist... Vergessen wir Kies. Hey, sachte, sachte. Sie sind total verspannt. Lassen Sie das, bitte. Mir ist nicht danach. Na gut, wenn Sie nicht wollen, verschwinde ich wieder. Wohin wollen Sie denn jetzt noch? Ich habe noch was Geschäftliches zu erledigen. Was in aller Welt machen Sie denn so spät noch? Ich meine, um diese Uhrzeit, um was für Geschäfte geht es denn eigentlich? Das fragen Sie besser nicht. Bitte Nachricht. Entschuldigung, haben Sie vielleicht Kleingeld? Bitte? Etwas Kleingeld. Ich habe leider nur noch ein, zwei, jedenfalls nicht genug. Ja, sicher. Ich brauche ein $1/4 für die Musicbox. Hier, bitte. Oh, danke. Danke. Nacht und das Rauschen des Ozeans. Und die Musik. Dabei fällt mir Rio ein. Ich war zum Karneval da. Kennen Sie Rio? Nein, ich war noch nie dort. Wissen Sie, der Karneval in Rio ist ein Erlebnis. Die Stimmung ist unglaublich. Sowas habe ich noch nie erlebt. Die Aufregung ist Wochen vorher zu spüren. Und dann entlädt sie sich ganz plötzlich in den Straßen. Alle Leute tanzen und singen und... Und alle tragen total verrückte Kostüme. Tja, ich kenne sowas nur aus dem Kino, aber ich... Oh, das können Sie nicht vergleichen. Das glaube ich. Was lesen Sie denn da? Opio Melano Cortinpeptide in der reproduktiven Physiologie. Wie interessant. Naja, ehrlich gesagt finde ich es recht langweilig. Sind Sie Arzt? Ja, wer sonst würde sowas freiwillig lesen? Arbeiten Sie im Krankenhaus? Ja. Dann kennen Sie vielleicht frühere Freunde von mir. Ich bin Augusta Lockridge. Nee. Wir finanzieren die Kinderstation. Ach, wirklich? Ich kenne den Namen. Sie müssen mit Julia Wainwright verwandt sein. Ja, ja, ich bin Ihre Lieblingsschwester. Und ich bin sein Kerl. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich muss leider weg. Oh, wie schade. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Also dann. Bis dann. Bis dann. Hallo, TJ. Hallo. Von dir gemacht habe, das ist faszinierend. Du hast was? Ich habe hier ein Foto von dir gemacht. Hast du das vergessen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hatte ich dich nicht gebeten, es nicht zu tun? Ich wollte von dir ein Andenken. Sisi, damals haben wir auch befürchtet, dass man uns erwischen könnte. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe es immer noch im Portemonnaie. Es ist mittlerweile schon völlig zerfleddert. Verschwinde endlich. Du wirst senil und sentimental. Du bist wunderschön. Schöner als früher, das ist wahr. Würdest du bitte gehen? Da kommt nämlich jemand rein. Du vermasselst noch alles. Das ist Zeichen. Natürlich, sobald ich etwas verdächtig oder auffällig finde, trinke ich Wasser. Ja. Und raus. Hallo. Hallo. Ich?
sie trinken. Es ist nicht nur wichtig, dass man miteinander redet, man muss dem anderen auch zuhören. Ich zum Beispiel arbeite viel zu viel. Ich habe zu wenig Zeit. Da kann es schon vorkommen, wenn Mason oder sonst jemand etwas zu mir sagt, dass ich dann Schwierigkeiten habe, richtig zuzuhören. Ja, ich verstehe. Die meisten Paare finden den Vorschlag, einfach einen festen Termin in der Woche für ein persönliches Gespräch festzulegen, äußerst hilfreich. Bei Berufstätigen bietet sich ein gemeinsames Frühstück samstags oder auch sonntags dafür an. Hört sich gut an. Was halten Sie davon? Na? Wir sprachen gerade darüber, dass es vielleicht sinnvoll für Sie beide wäre, einen festen Termin zu vereinbaren, wo Sie dann in Ruhe über Ihre Probleme und das, was Sie beschäftigt, miteinander reden. Was halten Sie von dem Vorschlag? Tja, gut. Warum nicht? Vielleicht haben Sie auch eine persönliche Meinung zu diesem Thema. Zu welchem Thema denn? Zu dem Thema, über das wir bestimmt schon seit mindestens 15 Minuten sprechen. Schon so lange? Ja, so lange schon. Ihre Verlobte hier hat erst vor wenigen Minuten in aller Ausführlichkeit darüber gesprochen, wie wichtig es ist, miteinander zu reden und einander zuzuhören. Aber der Mann, den sie demnächst heiraten wird, scheint nicht in der Lage zu sein, ihr wenigstens ein paar Minuten seine Aufmerksamkeit zu schenken. Sie machen vielmehr den Eindruck auf mich, als würden Sie unser Gespräch langweilig, um nicht zu sagen lächerlich finden. Tut mir leid, ich habe mich vergessen. Entschuldigen Sie bitte, Mason, ich wollte Sie nicht kränken. Ich glaube, ich bin zurzeit etwas überarbeitet. Ich meinte es nicht so böse, wie es klang. Und das soll ich Ihnen glauben? Es war wirklich nicht so gemeint. Ach, kommen Sie, Pater, mir brauchen Sie doch wirklich nichts vorzumachen. Mason! Immerhin ist das hier doch so etwas wie eine Sag-die-Wahrheit-Runde. Ich sehe nicht ein, wieso nur wir gestehen müssen, was wir wirklich fühlen. Er hat sich bei dir entschuldigt. Michael ist aber der unehrlichste von uns allen. Das ist nicht wahr. Das ist doch Unsinn. Ich möchte Ihnen wirklich nur helfen. Allmählich auf die Nerven. Mason, wir sind in einer Kirche und wenn du streiten willst, ist das nicht der passende Ort dafür. Ich streite doch nicht. Ich stelle nur fest, dass er mich nicht sonderlich sympathisch findet. Das ist doch nicht wahr. Und er glaubt, dass ich nicht der richtige Mann für dich bin. Und Sie unterstellen hier einiges, was absolut nicht richtig ist, Mason. Sind Sie sicher? Warum machen wir nicht Schluss für heute? Ich schlage vor, wir versuchen es an einem anderen Tag, wenn wir alle wieder vernünftig geworden sind, falls das möglich ist. Oh, ich bin total vernünftig. Und ich weiß genau, was hier los ist. Nur unser Pater hier scheint den Überblick verloren zu haben. Es tut mir leid. Nicht doch. Zum wahrscheinlich 100. Mal, ich bitte um Verzeihung. Was denn sein? Ach, die Brosche. Das soll ein Kamel sein. Das ist aber nur ein Hecker. Ich dachte immer, Kamele haben zwei. Oh, hey, Kleine. Wollen wir tanzen? Hey, was soll das? Merken Sie nicht, dass Sie uns stören? Ja? Ich hab Sie gefragt, nicht ich. Also, was ist? Die Dame fühlt sich von Ihnen belästigt. Oh, nein, nein, ist schon gut. Ich würde sehr gern tanzen. Was wollen Sie denn von diesem abgehalfterten Matrosen? Oh, wissen Sie, ich habe einfach eine Schwäche für abgehalfterte Matrosen. Verrückt, nicht? Was hast du dir dabei gedacht? Ich war doch nicht in Gefahr. Es gefällt mir nicht, wie er dich ansieht. Das ist ein harmloser Vertreter auf der Durchreise. Hat er dir das erzählt? Ach komm schon, du kannst ruhig zugeben, dass du eifersüchtig auf ihn bist. Natürlich kenne ich das. Wenn du so weitermachst, werden wir ihn nie kriegen. Das war sowieso keine gute Idee. Es ist einfach unglaublich, wie du dich aufhörst. Sei doch mal still. Erinnerst du dich nicht mehr daran? Das war doch unsere Lieblingsmelodie. Lass uns tanzen. Sissi, wir sind nicht hier, um zu tanzen. Auch wenn du ein wundervoller Tänzer bist. Nur mit dir. Aber wir sind nicht hier, um zu tanzen. Komm schon, nur dieses eine Mal, bitte. Niemand beobachtet uns. Schon. Das mit Freunden ist schon seltsam. Wie meinst du das? Du triffst jemanden, den du nicht kennst und der interessiert dich weiter nicht. Dann triffst du jemand anderen und bekommst einen Freund. Fürs Leben. Das ist Intuition, glaube ich. Ja, aber wie war das mit Ken? Den mochten wir beide, anfangs überhaupt nicht. Wahrscheinlich steht er uns deshalb jetzt so nah. Wir haben viel gemeinsam erlebt. Ja. Wann glaubst du, können wir ihn mit nach Hause nehmen? Das wird vermutlich noch eine Weile dauern. Seine psychische Verfassung ist immer noch etwas kritisch.
Und dann muss immer noch der ganze Papierkram erledigt werden. Ich werde ihm anbieten, bei uns zu wohnen, okay? Wenn er das auch will, bin ich einverstanden. Aber wir müssen doch auf ihn aufpassen. Er hat immerhin versucht, sich umzubringen. Ja, ich weiß. Hoffentlich ist er nicht böse auf mich. Liebling, du darfst dich nicht für alles verantwortlich fühlen. Außerdem wird er bald wieder frei sein. Und je eher du mit ihm redest, desto eher wird er drüber hinwegkommen. Er wird froh sein, dass dieser Albtraum vorbei ist. Ist er das? Zum Teil wenigstens. Und wir haben Grund zum Feiern. Nicht nur, weil wir nun endlich den Beweis dafür haben, dass unser Freund unschuldig ist, sondern weil wir einen Schritt weiter sind. Ich gehe jetzt rein und rede mit ihm, ja? Er ist noch bewusstlos, soweit ich weiß. Dann warte ich eben, bis er aufwacht. Ich möchte ihm zeigen, dass wir für ihn da sind. Hör bitte nie damit auf. Womit denn? So nett zu sein. Zu dir? Ganz sicher nicht. Mrs. Castillo, ich glaube, es ist besser, Sie gehen wieder. Wir haben Beweise, dass Kane unschuldig ist. Was? Was sagen Sie da? Der Vergewaltiger hat heute Nacht angerufen. Und da war Kane hier. Und wurde der Anruf zurückverfolgt? Nein, er war zu kurz, aber wir konnten ihn aufnehmen. Und wo ist Ihr Mann? Er ist draußen, soweit ich weiß, sucht er Sie. Wollen Sie vielleicht lieber mit ihm sprechen? Ja, aber ich möchte Sie auf keinen Fall hier allein lassen. Draußen steht die ganze Zeit eine Wache vor der Tür. In Ordnung, aber Sie dürfen ihn nicht losbinden. Wenigstens das müssen Sie versprechen. Gehört habe. Ja. Er hat uns heute so gegen 6:30 angerufen. Bruce hat den Haftrichter schon gebeten, deine Entlassung zu veranlassen. Mir tut alles so leid. Schon gut. Du kannst nichts dafür. Kane, ich war nach Andreas Tod völlig verzweifelt und wusste einfach nicht. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich so unfair zu dir verhalten habe. Ich wusste einfach nicht, was ich glauben sollte. Es war meine Schuld. Ich habe mich da reingezogen. Ich bin einfach durchgedreht. Ich verstehe das. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Sind wir Freunde? Aber sicher. Aber nicht darüber reden. Entschuldige, aber ich will darüber reden. Was ist los mit dir? Gar nichts. Natürlich, sicher. Ich glaube, du hast ein Problem. Und was bist du, ein unbeteiligter Zuschauer? Ich war auf alles gefasst, nur nicht darauf, dass er ausfallend wird. Tut, als wäre ich ein Verbrecher, weil ich vorhabe, dich zu heiraten. Was geht es denn überhaupt an, wieso und warum ich dich liebe? Ach, du hast es doch geradezu herausgefordert. Was zur Hölle soll das heißen? Du hältst dich wohl für unglaublich clever. Ja, ich weiß, dass ich es bin. Dieser Priester hat doch überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Er ist aber zufällig mein Freund. Na, ich glaube eher dein Wachhund. Ich zeig dir gern mal meine Bisswunden als Beweis. Ich begreife nicht, wie du so maßlos übertreiben kannst. Was hast du von mir erwartet? Der Mann ist doch eindeutig scharf auf dich. Weißt du, was ich denke? Ich denke, dass es dir eigentlich um was ganz anderes geht. Sei ehrlich, du benutzt Michael doch nur, damit du die Hochzeit absagen kannst. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Ach ja? Ja, natürlich. Wenn ich dich nicht mehr heiraten wollte, wäre ich doch wohl Manns genug, es dir auch zu sagen. Ich weiß nicht genau. Ich meine, mal scheinst du dich hier sehr wohl zu fühlen und dann von einer Sekunde auf die andere ist alles wieder ganz anders. Dann verschwindest du plötzlich, was weiß ich wohin. Die Hälfte deiner Zeit verbringst du mit Gina, was mir unbegreiflich ist. Und eine Woche, bevor wir heiraten wollen, willst du dem Priester am liebsten eine runterhauen. Habe ich kein Recht, ein bisschen nervös zu sein? Ist das der einzige Grund? Wenn nämlich mehr dahinter steckt, will ich es wissen. Und zwar sofort. Willst du mich noch heiraten? Ja. Ich möchte es wirklich. Du hast dich wie ein Irrsinniger aufgeführt. Ich wurde provoziert.
Ich dachte zumindest, er will mich provozieren. Michael ist ein guter Priester und ein guter Freund. Ja, das hast du schon mal gesagt. Er hat mir geholfen, als du vermisst wurdest. Und wenn er nicht wäre, hätten wir beide bestimmt nie wieder zueinander gefunden. Ich glaube nicht, dass ich dem noch was hinzuzufügen habe. Dann ist ja gut. Wenn du jetzt wieder kneifst, dann gehe ich allein zu ihm zurück, um mich für dein Verhalten zu entschuldigen. Ich schätze, du gehst nicht mit. Genau so ist es. Gina, wir sollten uns unterhalten. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch niemals trennen. Sie dürfen die Braut küssen. Erst vor kurzem hier? Ja, Vater. Meine letzte Beichte ist erst 9 Stunden her. Aber ich musste einfach kommen. Ich halte es nicht mehr aus. Schwimmen Sie eigentlich immer nachts, Mr. Daniels? Nur manchmal, wenn Vollmond ist. Wie romantisch. Das ist es auch. Gerade nach einem großen Sturm. Wenn der Phosphor die Wasseroberfläche erstrahlen lässt, dann schwimme ich wahnsinnig gern. Es ist faszinierend. Das ganze Meer scheint zu leuchten. Das klingt wirklich wundervoll. Aber ist es nicht gefährlich? Ja, natürlich. Es ist ja auch verboten. Der Rettungsdienst sieht es gar nicht gern. Ah. Haben Sie schon oft Regeln gebrochen? Andauernd. Hören Sie, ich würde Sie gerne näher kennenlernen. Was halten Sie davon, wenn ich mich umziehen würde und wenn wir beide versuchen würden, in diese Stadt ein wenig Leben zu bringen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide uns gut amüsieren. Ja. Gut. Ich muss Sie aber warnen. Ich habe einen ziemlich üblen Ruf. Er kann nicht schlimmer als meiner sein. Ich verstehe, Heather. Danke. Ich muss mit Ihnen reden. Victor, ich habe bereits auf Sie gewartet. Hier ist die gerichtliche Anordnung über Kane Garvers Freilassung. Die Anklage wurde fallen gelassen. So wie der Arzt einverstanden ist, nehme ich ihn mit nach Hause. Daraus jetzt begreifen Sie doch endlich. Der Kerl, den wir suchen, hat mich heute Abend angerufen und mich bedroht, während Kane hier die ganze Zeit unter Aufsicht stand. Das weiß ich alles. Aber bevor Sie überstürzte Schlüsse daraus ziehen, sollten Sie sich das hier ansehen. Was ist das? Die Telefonliste des Krankenhauses. Wann genau wurden Sie angerufen? 6:30 etwa. Ich habe es geahnt. Hier steht, dass um 6.29 Uhr von Garvers Zimmer aus bei Ihnen angerufen wurde. Das will ich sehen. Sollen wir ihn immer noch freilassen? Warten Sie. Wer hatte noch Zutritt zu seinem Zimmer? Niemand. Vor seiner Tür stand die ganze Zeit ein Polizist. Nur Garber konnte das Telefon benutzen. Ist er nicht gefesselt gewesen? Nein, das war erst später. Cruz, ich bin gerade in seinem Zimmer gewesen. Und ich habe ihm diese Telefonabrechnung vorgelegt. Da flippte er aus. Ich denke, das ist doch Beweis genug. Tja, ich weiß nicht. Tut mir leid, Boswell, aber ich glaube das nicht. Es gibt bestimmt eine Erklärung dafür.
Ich begreife einfach nicht, weshalb Sie ihn immer noch verteidigen. Weil ich weiß, dass er unschuldig ist und weil ich den wahren Täter finden will. Wir haben den Täter bereits. Kapieren Sie das endlich? Ist es nicht gewesen. Hören Sie, ich habe doch selbst seine Stimme gehört und ich täusche mich nicht. Ich weiß noch nicht, was hier vor sich geht, aber hier ist irgendwas faul und ich finde es heraus. Ich verstehe Sie nicht, Castillo. Der Mann macht Ihnen das Leben zur Hölle. Er vergewaltigt Ihre Frau. Vielleicht ist er sogar der Vater Ihres Kindes. Jetzt reicht es aber. Das geht Sie nichts an. Victor. Lassen Sie bitte mein Kind daraus. Pater, ich bin so voller Wut und Hass. Ist es jemand Bestimmtes, auf den Sie wütend sind? Ja. Nein. Nein, ich hasse sie alle. Jesus lehrt uns auch, unseren Feinden zu vergeben. Selbst wenn sie von jemandem sehr verletzt worden sind, sollten sie versuchen, ihm zu vergeben, denn sonst könnte es geschehen, dass sie auch jemanden verletzen. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Ja, Pate. Ich verstehe Sie, aber das hilft mir auch nicht weiter. Haben Sie schon jemandem wehgetan? Haben wir das nicht alle? Und jetzt bitten Sie um Vergebung. Warum sollte ich sonst hier sein? Dann gehen Sie und bitten Sie Gott um Vergebung. Aber Sie müssen auch denen verzeihen, die Ihnen wehgetan haben. Vater, Sie haben mich alle belogen und Sie haben mich ausgenutzt. Inwiefern? Das spielt keine Rolle. Es ist sowieso nicht mehr zu ändern. Sie haben mir gesagt, dass Ihre Gedanken von Hass erfüllt sind und dass Sie sich von den Menschen ausgenutzt fühlen. Bitte sagen Sie mir, wen Sie hassen. Die Frauen. Sagen Sie es genauer. Immer wenn ich eine Frau sehe, die ich haben will, dann... Was ist dann? Frauen sind sehr... Das nicht auch. Geht es Ihnen nicht genauso? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Das glaube ich Ihnen nicht. Es gibt doch auch eine Frau, auf die Sie scharf sind. Eine, die Sie mehr als alles andere wollen. Aber Sie lassen sich trotzdem nicht darauf ein. Wie behalten Sie die Kontrolle über sich? Wie schaffen Sie es, Nein zu sagen? Gehen Sie in sich und versuchen Sie, die Kraft im Gebet zu finden. Wollen Sie nicht mit mir beten? Ich werde Ihnen helfen. Sind Sie noch da? Hast du irgendwas? Ja, ich, weißt du... Was ist passiert? Victor hat etwas entdeckt. Er hat mir gerade eben gesagt, von Kens Zimmer aus sei um 6:30 telefoniert worden. Was? Ja... Ich glaube es auch nicht. Ich meine, es ist... Weißt du, es ist... Es kann einfach nicht Ken gewesen sein. Aber ich begreife das nicht. Wie konnte sowas passieren? Das wüsste ich selbst gern. Vielleicht war doch jemand anderes da drin. Oder der Kerl hat auch nur die Abrechnung gefälscht. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich weiß, dass der Kerl, den wir suchen, mit allen Wassern gewaschen ist. Was machen wir jetzt? Was sagen wir Ken? Er ist ganz sicher, dass er bald frei ist. Heute wird er jedenfalls nicht entlassen. Mr. Clark, bitte. Vermutlich wird er es auch morgen nicht. Ich weiß nicht, ob er überhaupt durchkommt. Bruce, bitte, du musst mit ihm sprechen. Ja. Das macht mich ganz krank. Es gab mal eine Zeit, in der wir uns, wenn etwas vollständig schiefgelaufen ist, ganz einfach wünschten, dass es besser werden würde. Und das wurde es dann auch. So einfach ist es nun mal nicht. Wenn ich ein Boot hätte, dann würde ich mich ohne zu zögern mit all meinen Freunden auf eine Insel absetzen. Ich weiß, dass du es nicht getan hast. Und ich verspreche dir, ich werde den Mann finden. Du hast mein Wort darauf.
Ich hole dich hier raus. Zack, hallo. Hallo. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja, warum? Was gibt's? Ich habe eine Frage, die diesen Test betrifft. Wie genau werden Sie die Vaterschaft bestimmen können? Na, nicht gerade hundertprozentig, aber ziemlich genau. Natürlich bleibt ein Rest Unsicherheit. Ich verstehe. Nö. Sie wollten den Test doch durchführen lassen. Dr. Benson, bitte. Ja. Ja, ich werde es machen lassen. Großartig. Ja. Ich habe im Moment nicht viel zu tun. Sie können gleich einen Termin bekommen. Was halten Sie von morgen? Oh, ich dachte, Sie würden mir etwas mehr Zeit lassen. Na gut, aber ich würde nicht allzu lange warten. Gut. Ich denke, ein paar Tage habe ich vielleicht noch. Ich bin etwas nervös. Ja. Hey, sehen Sie sich das mal an. Das ist großartig, als wäre man in den 60s. Ja, wir sind zur Musik. Ist doch lustig, also ich find's gut. Ich schätze, ich bin hier schon früher mal irgendwann gewesen. Als Kind selbstverständlich. Oh nein, sieh doch, Augusta und TJ. Beruhige dich, vielleicht sehen Sie uns nicht. Tanz einfach weiter. Wirklich, es ist sehr gemütlich hier. Ich finde, ich könnte meine Diskothek auch so einrichten. Ich schmeiße das ganze Essen raus und biete stattdessen Cheeseburger an und Elvis-Musik oder Roy Orbison. Ach, das gibt's doch alles schon. Nein, das ist absolute Klasse, auch wenn es nur ein Abend in der Woche ist. Sie sind klasse, TJ. Danke, gleichfalls. Ich werde uns mal die Speisekarte besorgen. Ja, gern. Ich glaube es einfach nicht. Hallo, August. Wer hat Ihnen diese Perücke angedreht? Naja, ich schätze, in Ihrem Alter müssen Sie sich etwas einfallen lassen. Ich verstehe nur nicht, weshalb Sie sich dieses lächerliche Kleid ausgesucht haben. Versuchen Sie, Ihre verlorene Jugend zurückzuholen. Hauen Sie doch ab, verschwinden Sie. Oh, nicht aufregen. Jungsein ist doch fabelhaft. Ich bin da ganz Ihrer Meinung. Wo wir gerade davon reden. Wo ist mein Begleiter? Gehen Sie nicht weg. Das verstehe ich nicht. Kein schlechtes Angebot. Können Sie eigentlich tanzen? Lady, ich bin der weltbeste Tänzer. Keine Bange, wenn wir uns an unseren Plan halten, kann gar nichts mehr schiefgehen. Ich weiß nicht, die Hochzeit rückt näher und näher, das macht mich völlig verrückt. Sei ganz ruhig, ich krieg das schon hin. Darum geht's doch überhaupt nicht, ich traue nur diesem Mason nicht. Er hat nämlich versucht zu entwischen und ihr zu sagen, was wir vorhaben. Wovon redest du bitte? Aber ich hab's ihm gezeigt. Ich werde nicht mehr mit ihr schlafen. Und ich bin fast auf den Priester losgegangen. Sie war völlig entsetzt und stinksauer. Sie wollte sogar die Hochzeit absagen. Du meinst, sie hat die ganze Sache abgesagt? Nein, leider nicht. Sie wollte es. Und ich hätte sie ganz sicher nicht davon abgehalten. Doch dann kam plötzlich Mason aus dem Hals gekrochen und sagte nein. Es sieht da so ganz so aus, als wenn ich mich doch von ihr zum Traualtar schleppen lassen muss. Jetzt reg dich doch nicht so auf, Sunny. Die Dinge entwickeln sich doch genau, wie wir sie geplant hatten. Ich verstehe nicht, wie du das sagen kannst. Ich will nicht, dass die Hochzeit abgesagt wird. Ich möchte, dass du noch bis zur Trauung wartest. Dann wirst du einen wunderschönen Streit vom Zaun brechen und dem Ganzen ein Ende machen. Ich bin sicher, dass sie dir das niemals verzeihen wird. Na, ich weiß nicht. Das ist ganz schön gemein. Ja, mag sein, aber anders geht's nicht. Du hast gar keine andere Wahl. Sonst bist du schon bald wieder in derselben Situation und wirst sie niemals los. Sieh das doch ein. Stell sie bloß, dann lässt sie dich auch in Ruhe. Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg, denn sonst würde sie mich sicher wieder rumkriegen. Denn wenn sie erst mal Tränen überströmt vor mir steht, dann kann ich ihr ganz bestimmt nicht mehr wehtun. Ich hätte es mir denken können, dass du sentimental wirst. Deswegen stehst du ja auch auf Country-Musik. Naja, zu dem Pfaffen war ich ja gemein, aber als sie dann anfing zu erzählen, was für ein guter Freund er wäre, ist mir klar geworden, dass sie recht damit hat. Ich will gar nicht, dass du dich mit ihm anlegst. Du sollst dich auch nicht mit Julia streiten. Du brauchst eigentlich gar nichts zu tun. Das erledigt alles, Augusta. Lass sie doch ruhig die ganze Dreckarbeit machen. Das Einzige, was du zu tun hast, ist, sie auf ein paar Dinge hinzuweisen. Dann musst du mit Sicherheit nicht mehr heiraten, das garantiere ich dir. Hört sich schon besser an. Und wir beide werden in Geld baden können. Ja, jetzt wird's endlich interessant. Hey, ich habe eine Idee. Augusta wird bestimmt bald nach Hause kommen. Wieso liefern wir ihr nicht eine Show, die sie nie wieder vergisst? Eine großartige Idee. Alex, findest du nicht, dass sie in der Tür steht? Wir sollten ruhig schon ein bisschen üben. Soll auch echt aussehen. Übung macht den Meister. Kommst du mit nach Hause? Nein, Schatz, ich glaube, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Ich muss irgendwie versuchen, etwas über diesen Telefonanruf rauszukriegen. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, es war ein sehr anstrengender Tag. Geh nach Hause und ruh dich aus. Und du? Ich komme bald nach, ich verspreche es. Also gut.
John, macht es Ihnen was aus, meine Frau nach Hause zu bringen und bei ihr zu bleiben, bis ich komme? Kein Problem. Vielen Dank. Ich sehe dich nachher. Beeil dich. Können wir gehen? Ja, ich hinterlasse nur noch eine Nachricht für meinen Mann. Castillo. Schicken Sie sofort die Leute von der Spurensicherung zu mir rüber ins Krankenhaus, Zimmer 352. Ja. Garve. Ich will, dass das Zimmer sorgfältig auf Fingerabdrücke untersucht wird. Ganz besonders wichtig sind die Fenster. Ich habe ein paar Kratzer ganz in der Nähe von dem Fenstergriff rechts entdeckt. Ja. Legen Sie mir den Bericht bitte gleich morgen vor. Julia, ich bin froh, dass Sie wiedergekommen sind. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid es mir tut. Mir auch. Ich muss mich für mein Benehmen entschuldigen. Es ist sehr dumm von mir gewesen. Es ist ganz allein mein Fehler. Inwiefern? Weil ich Ihre Hilfe zu sehr brauche. Nein, Sie brauchen meine Hilfe nicht. Aber ich bin auf jeden Fall immer für Sie da. Sie waren immer für mich da. Wissen Sie, Mason ist... versteht unsere Freundschaft falsch. Manchmal denke ich, er ist eifersüchtig. Ich habe wirklich schon alles versucht, um ihm unsere Beziehungen zueinander zu erklären. Ich war dabei keine Hilfe. Ich hatte selbst Schwierigkeiten, meine Gefühle zu ordnen. Das kann ich sehr gut verstehen. Mason sucht jetzt immer Streit. Ich weiß auch nicht, wieso. Er ist sicher nur nervös wegen der Hochzeit. Es tut mir leid, dass ich Sie damit hineingezogen habe. Ich hoffe, dass Sie mir das verzeihen können. Und ich würde es verstehen, wenn Sie uns nach diesem Vorfall nicht mehr trauen möchten. Nein, nein. Aber wenn Sie daran denken, dann könnte ich Ihnen jemand empfehlen. Nein. Ich meine, wenn Mason nicht mehr möchte, dass ich die Trauung vollziehe, dann könnte ich einen Kollegen... Ich will Sie. Ich möchte nur von Ihnen getraut werden. Danke. Sie erwischt. Offensichtlich. Sie können jetzt gehen, John, danke. Ja, wir sehen uns morgen. Wieso wolltest du nicht nach Hause? Hm.
dachte, du hättest vielleicht mal wieder Lust auf einen Abend zu zweit am Wasser. Mondlicht, Musik. Hattest du nicht irgendetwas von einem Boot gesagt? Das ist schon möglich, ja. Ich muss irgendwas davon gesagt haben. Ja, aber findest du es nicht schade, dass man nur davon redet? Wollen wir tanzen? Was denkst du? Wahnsinnig gern. Angemeldet. Du weißt doch, die Fruchtwasser untersuchen. Danke. See inside me.